zusammen. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich bin wieder am Ammersee. Eigentlich wollte ich zu meinem Lieblingssteg hier gehen, an der Ostseite des Ufers, aber da ist schon eine andere Fotografin. Jetzt muss ich fotografieren, was übrig bleibt. Also das heißt, ich gehe jetzt nicht zum Steg, sondern werde mich hier einfach auf diesem Ufer ein bisschen umgucken und schauen, was da ja, möglich ist einzufangen. Viel gibt es nicht, kann ich euch sagen. Es ist ja alles nur voller Kieselsteine, Pfützen. Und jetzt arbeite ich halt mal mit dem, was da ist. Schadet auch nichts, weil dann muss man auch aus seiner Komfortzone raus und nach Motiven wirklich suchen. Ich sag mal, am Steg zu fotografieren ist relativ easy. Hier schaut es jetzt schon wieder anders aus, weil schaut euch mal um, hier ist eigentlich nichts. Da ist mein Steg, da wollte ich eigentlich hin. Da ist die Dame. Der kleine Baumstamm da hinten, das könnte eventuell ein Motiv sein, finde ich. Ansonsten wird es schwierig. Oder der Baumstamm. Ich gehe zuerst mal zu dem Baumstamm davor. Okay. Stehe hier im Wasser, Mist. So, ich sehe schon, mir ist der Baum viel zu weit weg. Und dieses Bild soll ja eine gewisse Ruhe ausstrahlen und dieser Baumstamm ist mein Hauptmotiv. Also zoome ich jetzt ein bisschen näher ran auf irgendwas 24 mm. Platziere den links in meine Bildhälfte rein. Mache das Bild wieder mit der Langzeitbelichtung. Das war's, würde ich sagen. Fernauslöser habe ich da. Diese klare Morgenluft ist so schön. Ich muss jetzt echt einfach mal raus. Muss ich noch mal checken, ob der Baum im Fokus ist. Dabei gehe ich runter mit meinem Fokuspunkt auf die Wurzel, weil die hebt sich am besten vom Hintergrund ab. Weil sonst sehe ich hier ja gar nichts. Ja, es ist echt super schwer, das zu beurteilen, muss ich echt sagen. Ich finde ja auch, dass dieser Baum irgendwie ganz surreal da in dem Wasser steht. Also ich habe den so nicht dahin platziert. Aber es dient mir jetzt echt als cooles Fotomotiv. Jetzt bin ich gar nicht so traurig über das Ding. So, jetzt gehe ich auf eine 11er Blende, fotografiere so 10, 11 Sekunden. 9, 10. Bam! Ein sehr minimalistisches Bild. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht rausholen hier. Es ist kein alltägliches Bild. Ist auch wurscht. Stege habe ich schon genug fotografiert und das soll es jetzt hier für mich gewesen sein. Jetzt war ich ein paar Minuten draußen. Hab ja hier meine Schwierigkeit, die ich jetzt eigentlich habe, mit euch geteilt und ja, freue mich über eure Kommentare, ob sich mein Ausflug überhaupt gelohnt hat. Jetzt ist der Steg auch mittlerweile leer, die Fotografin ist weg, aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr dahin zu gehen. Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt auch noch gefunden, hier ist so ein Steinkranz am Ufer. Dieses Motiv kann ich einbinden und diesen abgestorbenen Baum. Vielleicht kommt das ja auch ganz gut. Jetzt muss ich nur noch ganz kurz das Ufer aufräumen. Und was mir jetzt nicht gefällt, ach, das ist dieser eine Stein hier. Den nehme ich mir mal weg. Ufer dekoriert. So, dann machen wir noch mal gleich das Bild. Sieht doch ganz nice aus, kommt. Machen wir 13 Sekunden Belichtungszeit, Blende 10. Die Kamera zeigt mir jetzt an, dass alles komplett überbelichtet ist, aber vom Gefühl her müsste es trotzdem passen. Mal gucken. Tja, ob das Bild was kann, entscheidet ihr am besten. Mir gefällt heute mal kein Steg.
So, liebe Freunde, das war's von mir. Habe jetzt hier mit einer kleinen Herausforderung zu kämpfen gehabt. Aber ich gehe auf jeden Fall mal mit ein, zwei Bildern heim und am Rechner schauen wir dann mal, ob das was geworden ist. Wenn euch das Video getaugt hat und ihr weiter solche Videos sehen wollt, hey, abonniert meinen Kanal oder liked dieses Video, dann weiß ich Bescheid, ob es in die Richtung weitergehen soll. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee. Das ist immer ein Hassel, echt mit zwei Stativen, zwei Kameras, Rucksack unterwegs zu sein. Aber es macht ja Bock. So, das packe ich ein. Ich habe nachher noch ein Porträt-Shooting in 1,5 Stunden. Deswegen halte ich mich auch heute nicht allzu lang hier auf am See. Außerdem will ich nicht mit leeren Akkus da ankommen. Boom!